Hallo meine Lieben, ich bin's, die Nicole. Ich freue mich, dass ihr zuschaut und ja, genießt den kleinen Mitschnitt. Wir freuen uns auf euch. Bülent Ceylan ist jetzt vor uns. Begrüß mal unsere Zuschauer. Ja, das kriege ich jetzt da. Ja, halt die Kosten hin. So, halt morgen. Also ich freue mich, dass ich euch jetzt nicht sehe, aber ihr seht mich. Und ich mache jetzt ein Interview mit einem ganz speziellen Kamerateam, wo der Kameramann selber die Interviews stellt. Das finde ich richtig geil. Das macht sich schon so mal sympathisch. Ja, das ist ja meine erste eigene Stiftung, also Bülent Ceylan für Kinderstiftung. Das kommt dazu, dass das natürlich junge, angehende Kaufleute, Veranstalter oder in den Veranstaltungsbereich arbeiten werden. Und da ist einer darunter, der heißt Sascha und ist ein Auszubildender bei uns. Und der macht so, gehen wir weiter, das sind Freunde. Und der veranstaltet sozusagen diese Sache und hat gesagt, hey Bülent, würdest du das machen? Das Geld geht alles für deine Stiftung, für die Kinder. Und da habe ich gesagt, natürlich bin ich dann dabei. Und ja, das ist eine Herzenssache auf jeden Fall, weil Kinder sind unsere Zukunft und ohne Kinder geht nichts auf dieser Welt. Und das Geld, was hier gespendet wird oder die ganze Eintrittseinnahmen, das geht wirklich an Kinder, die in Deutschland schlecht geht. Also es gibt genügend natürlich Kinder auch im Ausland, denen es schlecht geht, aber diese Stiftung geht hauptsächlich für die Kinder, die in Deutschland sind, denen es nicht so gut geht. Und weil ich denke, es gibt genügend Kinder hier, denen es echt nicht gut geht. Nee, sagt sie, Dehnübungen. Also da bin ich Türke oder du? Das heißt jetzt Dehnübungen, das heißt die Übungen. Hell die Kerzen, bekommen alles mit. Voll Vertrauen einem Menschen Treue geben. Nimm mein Kind, fang die Hand und lass mich vor dir führen. Es geht nicht in die Leichtigkeit, du trägst die größte Last. Dieses unbeschwerte Wesen. Auch wenn das Event vorbei ist, wo können die Leute, die Zuschauer hingehen, wenn sie danach noch spenden möchten? Wo ist das? Also am besten auf meiner Homepage und auf da steht alles. Ich bin mir nicht sicher, ob auch beim Kapitol auch auf der Homepage das alles schon steht, aber bei mir auf meiner Homepage bülentceylan.de oder .com. Jetzt muss man halt wissen, wie mein Name geschrieben wird. Da steht, ist alles drauf, Telefonnummer, Spendenkonto und so weiter, ist alles da. Da kann man immer Geld spenden und das Geld geht 1:1 auf jeden Fall, also zu 100% meine ich, zu den Kindern, die es wirklich nötig haben. Wie gefällt dir das Interview jetzt mit TV Übergenal? Einfach so, One Man Cam. Ist gut, es ist unkompliziert, bodenständig, zeigt mir, dass ihr normal seid. Ein letztes Wort an die Zuschauer, direkt von Bülent. Also an alle Fans, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich da bin, wo ich jetzt bin, weil ohne euch wäre ich da nicht. Und diese Dankbarkeit, die trage ich jetzt schon seit 20 Jahren mit mir rum und Gott sei Dank trage ich die mit mir rum und dass ich das immer wieder sagen kann, weil das muss man einfach betonen, weil es macht einfach Spaß, wenn ihr da seid und ich kann euch zum Lachen bringen. Das ist das schönste Gefühl, das man haben kann. Und wenn ihr dann auch noch sagt, wir haben aber auch ein geiles Gefühl dabei gehabt und haben uns immer ein bisschen ablenken können durch dich, dann ist doch alles erreicht. Erlaubt. Bleibt gesund. Ja, also ich habe jetzt heute hier mit meiner Projektgruppe
unser Abschlussprojekt. Und zwar heißt es Lachen für den guten Zweck. Wir haben eine kleine Charity-Veranstaltung organisiert, zusammen mit dem Kapitol. Und ja, dabei sind Bülent Ceylan, Kristall, Daniel Helfrich, Kosu, Robin Karp, mit dem ich zusammen Musik machen darf. Da freue ich mich ganz doll. Und ja, ich noch dazu. Und wir sind ziemlich nervös gerade und hoffen, dass alles gut klappt. Wir haben uns da viel Mühe geleistet, da reinzustecken, Kraft, Energie, und ja, jetzt ist der Tag da. Nicole, das ist jetzt das Team, worüber wir vorhin gesprochen haben? Genau, das ist das Team. Hallo, also ich bin Alina. Ich bin der Marvin. Ich bin Nicole. Michelle. Sissi. Laura. Lena. Sascha. Und Dominik. Und ihr seid alle auf die Idee gekommen oder habt ihr nach anderen Komödianten gesucht und seid dann auf einmal auf Bülent Ceylan gekommen? Also wir sind alle auf dieselbe Idee gekommen, daher, dass unser lieber Sascha ja das Glück hat, mit Bülent und Chris zusammenarbeiten zu dürfen, ja, hat sich das für uns so ergeben. Und wir haben uns gefreut, dass sie zugestimmt haben und heute hier sind, bei uns. Dann wünscht TV Übrigenal euch viel Glück, viel Erfolg und auch eine ganz tolle Prüfung. Natürlich mit 1 plus, ist ja klar. Super! Vor uns ist jetzt Robin Karpe. Stell dich mal bitte unseren Zuschauern vor. Mein Name ist Robin Karp, ich bin Singer-Songwriter aus Heidelberg und Frontmann der Heidelberger Band As Far As Low. Du kommst gleich wieder, versprochen. So, ja, mein Name ist Robin Karp, sehr richtig. Ich bin alleine und ich bastel mir deswegen jetzt eine Band zusammen. Ich habe euch da was mitgebracht, das nennt sich Loop Station und eventuell interessiert es euch. So, zu einer ordentlichen Band gehört eigentlich noch so ein Bassist, der ist auch nicht hier, steht im Schau. Schlagzeuger, weil ohne Schlagzeuger macht das Ganze ja keinen Spaß. So, und jetzt gehe ich, ihr hört euch das 3 Minuten an und dann komme ich wieder und ihr applaudiert. Okay, ich habe es mir anders überlegt, ich singe. Running free, two keys, you and me.
Jetzt haben wir Chris Tall vor uns sitzen. Stell dich mal bitte unseren Zuschauern vor. Schönen guten Tag, ich bin der Chris Tall. Ich komme aus Hamburg, ich bin 26 Jahre alt und meine Hobbys sind Comedy. Chris Tall! Geil, alle klatschen, nur du, ich hab die dicksten Eier, das gefällt mir. Du musst alles geht sein. Michael Herberger, ey, ich gebe dich als alles geht aus, geil. Ich bin dann auch gesagt, sprich die erste Reihe nicht an, die haben die meiste Kohle gegeben. Hier, so, das geht auch weiter. Sprichst du Deutsch? Sehr gut. Nein, ich bin dann geil, zweite Reihe hier so, das motiviert mich auch. So, oh ja, das gefällt mir sehr gut. Okay, alles klar. Digga, wenn du so klatschst, du brichst dir beide Arme. Hör auf mit der Scheiße. Der Bühler hat mich gefragt, Chris, hast du Bock, irgendwie mitzumachen? Charity, ich sag, ich bin sofort dabei. Er sagte, ja, gibt keine Gage. Ich sag, ah, Oktober, ganz schlecht. Ah. Aber ich bin da, freut ihr euch? Bühler hat eben noch gesagt, Chris, ich guck den Auftritt, ich muss nur kurz noch Brunse. So, furzen kannst du draußen, ey. Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Ich sag, Pipi. Sag doch. Jetzt haben wir Kevin Ray vor uns. Kevin, von wo kommst du in Deutschland? Ich komme aus Trier. Das ist an der Grenze zu Luxemburg, wo man so billig tanken kann. Ich bin Stand-Up-Komiker. Also diese ganz klassische Comedy auf die Bühne stellen, ein Mikrofon und Scheiße reden. Wirklich, Kevin. Ich muss es noch mal sagen, ich wurde mal gefragt, so, ey, du bist jetzt Komiker und so, ne? Heißt du ernsthaft, Kevin? Da meinte ich auch so, was ist das für eine dumme Frage, Mama? Mein Name ist Daniel Helfrich, bin Klavierkabarettist und komme aus dem Odenwald. Was machst du hier Schönes? Ich bin hier eingeladen worden zu dieser Benefizveranstaltung als Gewinner des Mannheimer Comedy Cups 2017, den ich im April hier gewonnen habe, im Kapitol. Man findet mich auf www.daniel-helfrich.com. Wunderschönen guten Abend! Hey, wie ist es da oben von der Akustik? Sieht mich jeder, ja? Ist okay? Ich würde Sie gerne am Anfang, Moment, ich frage mal, darf ich ihr zu Ihnen sagen? Ist das okay? Darf ich Sie euch ziehen, ja? Einmal ein Wunder gibt es immer wieder. Genau, jetzt ist na-na-na-na, na-na-na. Wie hat es Ihnen gefallen? Stellen Sie sich mal bitte uns vor. Ja, mein Name ist Stefan Kleiber. Meine Verbindung zu Bühlland ist die Stiftung. Ich bin im Kuratorium und es war ein sensationeller Abend. Also nicht nur, was Bühlland gezeigt hat, sondern die jungen Künstler, die gesungen haben, die Comedians, war einfach wunderbar. Das sollte man öfters machen. Alles klar, ich gebe es weiter. Vielen herzlichen Dank. Danke. Herr Karaslan, bekannt in ganz Europa, natürlich auch in Heidelberg bei seinem Rewe-Geschäft. Herr Karaslan, wie hat es Ihnen gefallen? Weil Sie unterstützen auch das Projekt. Dieses Projekt habe ich sehr gern unterstützt, habe selber Kinder. Es ging hier heute Abend nur um die Kinder. Es waren tolle Künstler, es war eine tolle Veranstaltung. Wir haben viel gelacht und wir haben für was Gutes gemacht. Okay, mein Name ist Kosu, ich bin der Vorab, der Warm-Upper von Bülent Ceylan auf seiner Tour. Ich mache Musik, ich mache deutschen Hip-Hop. Wie oft bist du im Jahr unterwegs? Also wie gesagt, ich bin mit Bülent Ceylan unterwegs, jetzt seit 3 Jahren. Wir sind so 180 Tage im Jahr auf Tour. Ja. Hallo.
ich lese der Monument, ich mache kurz wieder und stehe ich zur Schutzstange. Ich habe falsch, ich sitze gleich wieder her. Ah, die Mappel schon, sehr gut. Bitte, wenn es jetzt abgeht, ihr seht, ich zähle davon an. Manche Monument denken, ach gut, jetzt fliege ich bestimmt. Das ist ein Moment, da habe ich mehr Spaß als ihr. Ich habe alle bezahlt, aber egal. Also, komm, ihr wart geil. Monument vorne! Pizza da, ist scheiße, muss irgendwann mal Abwechslung her. Deshalb haben wir hier für alle ein
paar Gutscheine und zwar vom Büffelbill besorgt. Ja! Geilste Geschenk für Chris. Bitte geht's hin. Und ja, die geben wir euch alle und dann ist wirklich vorbei. Wegen jeder Schaf. Vielen Dank, nochmal Applaus. Robin Karp, Nicole Schulz, Jungs.